Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, in dem heutigen Video, gehen wir in Ranked rein. Ich habe jetzt gerade wie viel Prozent? 28% in Diamant 2. Diamant 3 müssten wir eigentlich locker in 3 Runden schaffen. Hoffentlich, weil ich habe ja eine neue Maus und eine neue Maus-Sensibilität und meine Hände sind kalt und das sind schon 3 Argumente dafür, dass die Runden nicht so krass laufen werden. Ich weiß es aber. Wir nehmen aber keinen Renegade Raider, sonst wird da komplett anders gegeiert. Habe ich echt keine Lust drauf. Ne, wir nehmen einfach hier meine Fortnite-Freundin, okay? Dazu kein Backbling und die Renegade Raider können wir nicht nehmen, weil die einfach zu viel Delay hat. Da nehme ich dann einfach mal, haben wir jetzt einfach den Skin genommen, bis der Schwarze mit Werkzeug. Bin gespannt, wie es laufen wird. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute, und go, Junge. Okay, wir sind in der ersten Runde drin. Ich verstehe aber jetzt immer noch nicht, wo die Aufgaben stehen. Normalerweise sind da ja immer Aufgaben, ne? Jawohl, Junge. Oha. Parkourmeister ist schon mal am Start. Das ist schon mal gut. Ich weiß auch gar nicht, wo ich in der ersten Runde hingehe. Ich sag dir ehrlich, weiß ich gar nicht. Gute Frage, nächste Frage. Weiß ich nicht. Sollen wir direkt auf High Point gehen oder lieber auf Chili Mili spielen? Ich würde sagen, wir spielen auf Chili Mili und ich gehe nach Hogwarts, Leute. Da vorne ist nämlich Hogwarts. Und da gehen wir jetzt erstmal ein paar Zaubertricks lernen beim Editieren. Und wenn wir dann diese Zaubertricks beherrschen, dann wollen wir den epischen Sieg. Bei Diamantlobbys chillen. Ja, wie gesagt, wenn Diamantlobbys chillig sind, dann ist ja Jackpot, ne? Beschwer ich mich nicht. Also die letzten Runden, wo ich Diamant 1 gespielt habe, waren eigentlich auch voll in Ordnung so. Aber das heißt ja nicht, dass du gewinnst. Wenn du Unglück hast, verlierst du. Hat ja nichts damit zu tun, wie gut du bist oder sowas. Selbst ein, weiß ich nicht, der krasseste Spieler EU West würde, wenn er Unglück hat, auch in Diamant verlieren. Ist so. Wenn auf einmal 2 Leute nacheinander gegen dich gehen oder was, weiß ich nicht, was alles passieren kann. Deswegen, epischen Sieg muss nicht unbedingt sein, aber schon so ein paar Kills und so gute Platzierung einigermaßen wäre schon eine wilde Geschichte auf jeden Fall. So, wer bist du denn, Digga? Hopeful Whistle. Aber ich muss dich killen, Bro, oder du musst weggehen. Mir ist egal, du kannst auch gehen. Ich entlasse dich, wenn du willst. Hopeful Whistle. Aber du bist im Video drinne, mein Lieber. Willkommen. Willkommen, willkommen. Er landet einfach genau bei mir, Junge. Guck mal, jetzt haut er mit Seilbahn. Was ein Ehrenmann, Digga. Er kommt einfach so, ja, hallo, guten Tag, und haut wieder ab. Lol. Beschwer ich mich nicht. Finde ich gut. So kann man gerne machen, Junge. Kann man gerne machen. Okay. Aber Hogwarts war auf jeden Fall erfolgreich. Ich habe schon meine Schwester kennengelernt jetzt hier in der Runde. Ich glaube, man hat es gesehen. Eindeutig, ne? Zwillinge, ne? Ich glaube, ich gehe auch nochmal da vorne hin. Aber ich nehme nochmal hier ein bisschen Munition mit. Abflug. Seilbahn. Let's go. Oh, da vorne wurde schon gelootet, ne? Oh, da wurde schon gelootet, Leute, hier. Die wurde schon gelootet. Ich gehe mal wieder am besten hier weg, ja? Weil ich habe noch nicht viele Materials. Das könnte nach hinten losgehen. Wenn ich gut Metz gehabt hätte, dann wäre ich da jetzt reingegangen. Aber so lohnt sich das echt nicht für mich. Da würde ich direkt verlieren. Was sagt da, Leute? Wie viele Kills schaffe ich in der Runde? Seid ehrlich. 9 Stück. Okay, Ansage. Da muss ich aber jetzt mal langsam rein pushen gehen, wa? Ach ja, im Übrigen, wenn ihr mal hier bei meinen Videos oder sowas dabei sein wollt oder wenn ich Ranked spiele. Bin immer auf Kicklife. Kicklife ist ohne in der Bio drin. Ja, davon ist ein Hayskin, ne? Ich würde sagen, da gehen wir mal langsam hin, Digga. Ja, der war schon im Tresor drin, der Vogel. Der hat schon alles mitgenommen, Leute. Schwierig. Oh, nochmal ein paar Impulsis, ja? Wo sehe ich hier Fußschritte? Hier sind keine Fußschritte, Leute. Doch, da unten irgendwo, ne? Hier, hier, hier. Können aber auch Bots sein, ich weiß es nicht. Nein, Leute, ich gehe jetzt einfach rein. Was soll ich hier rumchillen, Bro? Macht keinen Sinn. Wir gehen rein. Komm. Macht keinen Sinn, hier zu chillen, ja? Würde ich mitnehmen. Scar würde ich mitnehmen. Sniper würde ich mitnehmen. Medkit würde ich mitnehmen. Soll mal hier denn jetzt hier so rumchillen? Macht doch gar keinen Sinn, Bro. Dann gehe ich lieber eine Runde pushen. Dann haben wir noch ein paar Bees oder so. Ja, 2 Bees würde ich mitnehmen. Und ein Medkit nochmal. Müsste reichen. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon gut Meds. Aber hier ist irgendwo noch ein Hayskin gewesen. Da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Weil der hat bestimmt jetzt gesehen, dass hier gefightet worden ist. Und der wird bestimmt seine Gelegenheit nutzen. Ich weiß aber nicht. Ist auf jeden Fall irgendwo noch einer gewesen. Der hat auch Medaille. Man sieht das auch auf der Map. Ja, 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 ja. Da waren Fußschritte irgendwo. Oh, der hat noch so diese Teile hier, ne? Oh, jetzt die Frage, Junge. Wir machen ein bisschen Sprudel-Action und ich nehme die Medkits mit. Ist besser. So, und da vorne ist, war auch noch jemand am Fighten, glaube ich, ne? Der hat immer noch diese Medaille. Da müssen wir mal gleich gucken. Ja, 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 ja. Da vorne, da vorne, da vorne. Komm, fighten, Hazy Milacy. Komm. Wir fighten jetzt. Ist egal. Wenn ich verliere, verliere ich. Ist egal. Komm. Komm, 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 komm. Fighten. Komm, 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 komm. Erklären.
War wieder klar. Streiten sich zwei. Push der dritte, ne? Ist ja logisch, ne? Und jetzt haut der ab, der Vogel. Ich krieg wieder einen kompletten Flippy Trippy hier. Nee, nee, okay, der fightet. Dann ist ja in Ordnung. Jetzt guck mal, ich habe fast gegen den verloren. Ich habe fast gegen den verloren, weil ich mit der von Pump zu MP gewechselt habe und dann wieder zu Pump, Bro. So dumm gewesen, ehrlich. Also das war echt ein blöder Move jetzt hier an der Stelle, hundertprozentig. Ich habe kein Blue Life mehr. Ich muss jetzt hier ein paar Minis oder sowas organisieren, auf jeden Fall. Sonst habe ich ein Problem. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Und genau das ist jetzt die Situation, wo du der krasseste Spieler EU West sein kannst. Wenn du kein Blue Life hast, hast du kein Blue Life. Na, aber jetzt habe ich ein bisschen hier was gefunden, okay. Ich gehe vielleicht jetzt nochmal schnell in den Tresor rein. Vielleicht finde ich da nochmal irgendwas, was ich brauche. Oh, genau so, Junge. Genau das, genau so habe ich es mir vorgestellt. Oh, genau so habe ich es mir vorgestellt. Oh, genau so habe ich es mir vorgestellt. Alles goldene Waffen und genug Green Life mit. Und Blue Life, Blue Life, sorry. Boah, guckt euch diesen Loot an. Erste Runde, ne? Loot Island könnten wir probieren zu bekommen. Könnte aber auch für mich jetzt schlecht enden, aber Loot Island gibt immer viele Punkte und wir wollen ja so schnell Punkte machen, wie es nur geht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nach Loot Island. Wenn die Runde nichts wird, dann gehen wir halt einfach noch eine Runde rein. Ist ja kein Problem. Guck mal, hier ist direkt so ein Rift. Da können wir direkt reinspringen. So. Ja, da ist schon einer. Genau das meine ich mit, die Leute wagen sich einfach überall durch. Ich check es nicht. Wie geht das, Bro? Erklär mir, wie das funktioniert. Ich check das nicht, Digga. Holy shit, er ist so schlecht. Er ist so schlecht und er buggt sich überall durch, Bro. Kein Problem für den. Ich könnte ausrasten, ne? Ohne Spaß. Was ist das jetzt für ein blöder Fight gewesen, Digga? Ich hätte den haben können, wenn der davor mich nicht auf 5 HP Matt Greenlife geschossen hätte, Digga. Ich hatte den Fullbox alles, aber wenn du unlucky bist, bist du unlucky. Dann kannst du der beste Spieler der Welt sein. Egal, wie viel Prozent haben wir gemacht? 25. Komm mit sowas nicht klar. Ich verliere. Wenn einer mit MP nur sprayt, ich verliere. Editier wie was, weiß ich nicht, Bro. Er kommt mit MP, schießt einfach rein. Okay. Klettert überall hoch. Ey, die waren so schlecht alle. Warum habe ich gegen die verloren? Es ist krank. Check's nicht. So dumm, was ich da gemacht habe. Krank, Bro. Ich hatte nur goldene Waffen. Aber man kriegt viele Prozente, ne? Also das sind jetzt schon nicht wenige. 25% für so eine schlechte Runde ist schon krank. Ich glaube, wenn du dann eine gute Runde machst, dann hast du ja direkt... Dann bist du ja direkt mit 50% dabei. Deswegen, ich würde sagen, wir landen mal hier und wir gehen dann gleich erst rüber. Weil ich weiß, dass da jetzt sehr viele landen werden. Und das wäre für uns von Nachteil, so. Da liegen auch nochmal Minis. Die sneak ich mir direkt. Zack. Okay, let's go. Zack. Aber die Maus-Sense ist echt strong, Daimo. Wirklich. Ich fühle mich ja wie in Malibu, Leute. Fühle mich ja wie in Malibu. Boah, guck mal, da auch noch, Digga. Es geht hier ab. Leider nur eine MP, ne? Und ich warte jetzt, bis sich irgendwer Peter Griffin holt, weil ich werde nicht der Erste sein, der den pusht. Weil wenn ich wieder der Erste bin, dann kommen auf einmal die ganzen Geier von Seite wieder. Ihr wisst ja, wie das ist. Und ich werde auch gejagt. Muss nicht unbedingt sein, dass ich jetzt pushe. Jetzt noch ein paar Mets, dann ist Jackpot. Keine Mets mehr. Jetzt habe ich wieder ein paar Mets. Ich muss echt darauf achten, dass ich Full Mets habe. Weil sonst bin ich der schlechteste EU West, wirklich. Obwohl ich gerade gut gesammelt habe, hat irgendwie nichts gebracht, ne? Oha. Ich hole den mir jetzt. Ja, Bro, er baut nicht. G-Jackpot, Digga, Jackpot. Ach so, okay, 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 okay. Was kann noch hier so schief gehen? Alles klar, Bro. Ich stoß oben auf eine Lampe, Digga. Wie gut, Junge. Keine Mets mehr. Bro. Ist das normal? Hat man so viel Pech? Bro, ich fliege... Cone in der Hand. Ich place, ich flieg durch. Ich zieh mich hoch, Lampe, ich stoß mir Kopf, flieg runter, Digga. Gegner kommt von Seite, ich geb den Schuss, bau. Keine Mets mehr. Okay, 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 okay. Ah!
So, das erste, was ich jetzt in der Runde machen werde, Full Metz. Egal, was ich für Loot habe, interessiert mich nicht. Ich werde außerhalb landen und 10.000 Steine farmen und dann werde ich mich erst bewegen. Vor allem, ich bin einfach in Diamant. Ich habe gerade 5% in der Runde bekommen. Was ist das bitte? Also, ein paar Stück gehen da auf jeden Fall mit. Ich gehe hier vorne zur Tankstelle, dann da vorne hin und dann gehe ich erst nach Snotty und ich farme mir Metz, bis ich eine Metz-Fabrik aufmachen kann. Sag ich dir, wie es ist. Digga, mindestens 300 Materials, sonst bewege ich mich hier nicht vom Fleck, sag ich ehrlich. Jetzt haben wir schlechten Loot am Anfang. Bro, immer ist irgendwas nicht in Ordnung. Immer ist irgendwas. Ach so, jetzt ist da noch ein Gegner, Bro. Alles klar. Natürlich. Und der haut mir jetzt auch mit meinem Teil hier ab, oder was? Ah, alles klar, Digga. Tankstelle explodiert. Okay. Ja. Natürlich. Gegner entkommt, Tankstelle explodiert. Ich habe 50 Leben weniger. Fühle ich. Also die Runde startet auf jeden Fall schon mal richtig gut, ne? Kein Unterschied zu der Runde gerade eben. Trotzdem kriege ich halt keine Pump. Digga, es ist so schlecht, Digga. Bro, hättest doch wenigstens eine Pump mir geben können, oder nicht? Brauchst gar nicht so Hutenzug. Ja, dann gehen wir halt mit einem Sniper und mit zwei Nahkampfwaffen rein, ne? Noch ein paar Mets mitnehmen, wichtig. Ja, hier ist schon einer gelootet, ne? Hier werde ich auch bestimmt keine Pump mehr finden. Der ist hier durchgelaufen, naja. Schon hier alles mitgenommen. Liegt hier vielleicht eine Pump? Auch nicht. Okay. Gönn doch bitte eine Pump, Bro. Bitte eine Pump, Digga. Es ist so schlecht. Oh mein Gott. Eine graue automatische. Ich liebe diese Waffe. Boah, ich würde so gerne die Pump von dem hier haben, ne? Boah, weil die mythische Pump, die ist so genial. Aber ich will den jetzt nicht pushen, Mann. Weil ich habe echt eine schlechte Pump und ich habe nur 4 Schuss. Bro, ich habe sogar gar keine Munition. Heute ist echt Pechtag, wirklich. Aber vielleicht liegt der hier irgendwo noch mal ein bisschen Loot. Weil er wurde ja so ein bisschen gefightet, ne? Ja, endlich, Bro. Normale Schrottflinte. Wichtig. Guck mal, der Typ in Snotty Steps, der chillt hier immer noch. Obwohl die Zone da schon ist. Was macht der? Vorne ist einer mit Auto. Ey, komm mal fighten. Hallo. Ey, der hatte sogar die Medaille, Digga. Was? Lol, krass. Okay, habe ich nicht gesehen. Wilde Geschichte. Dann haben wir jetzt doch noch die Medaille bekommen. Der Zug kommt, glaube ich, sogar, ne? Können wir auf den Zug aufspringen? Nee, das lohnt sich nicht. Ich treffe einfach mit der Sniper nicht. Alter, wie schlecht. Ich war 1 Millimeter von dem entfernt. Reden wir nicht drüber, okay? Ah, da oben. Was habe ich für ein Visier? Sniper-Visier. Soll ich riskieren? Ja, komm. Knappe Story gewesen beim Fischkopf. Das war aber ein schöner Flickshot, ne? Sind wir mal jetzt ehrlich, das war ein schöner Flickshot. Der ging echt flink, oder nicht? Der war doch schön, Junge. Das war einmal so, zack, Kopf gezeigt, bumm und tschüss. Bro, ich fighte einen, den zweiten, kommt noch ein dritter, Digga. Das ist hier Endboss-Level, ich sag euch ehrlich. Okay, okay. Dann in die Zone Reno. Ach, da lag doch noch eine Medaille irgendwo, oder nicht? Wo liegt die Medaille, Leute? Da irgendwo, ne? Hier, 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 hier. Oh, Digga, yo, yo, yo. Yo, Bro, let's go. Wichtige Geschichte. Okay. Loot Island wäre auch noch eine wilde Geschichte, ne? Wäre das doch gekommen? Ah, das wäre echt Jackpot. Oh, ich bin echt voll im Modus gerade. Guck mal, wenn ich nicht so viel rede, dann bin ich auch irgendwie besser. Wenn ich viel rede, dann bin ich schlecht. Aber meine Hände sind trotzdem... Oh, richtig kalt. Ja, letzte Runde haben wir Loot Island verloren oder vorletzte. Wir gehen einfach mal jetzt gucken, ob ich das vielleicht jetzt schaffe. Wenn wir Loot Island bekommen, wäre aber auf jeden Fall Jackpot. Okay, der ist abgehauen vor mir. Der hat gemerkt, okay, okay, der ist nicht schlecht. Jetzt kommt aber direkt der zweite. Kann ich wieder 5000 Materials verwasten für den nächsten Vogel? Ne, der haut auch ab, ne? Okay, wir kriegen auf jeden Fall Loot einen stark. Der hat mich erst contestet so, ne? Und jetzt am Ende ist der abgehauen. Ey, so schlecht kann ich nicht spielen, wenn der vor mir abhaut. Real Talk, der ist abgehauen.
Okay, wir müssen nach. Oh, vielleicht schaffe ich. Vielleicht schaffe ich. Ah, wo ist hier ein Trampo, Leute? Wo ist hier ein Trampo, Leute? Ah, ich weiß nicht, wo hier ein Trampo ist, Leute. Ah, da vorne ist ein Rift. Aber Sohn hat mich jetzt schon berührt. Jetzt ist schon sowieso vorbei. Kriegt man direkt Punkte ab, sobald die Sohn einen berührt. Echt schade, egal. Ist in Ordnung. Dann gehen wir. Guck mal, ich weiß. Ja, stimmt. Ich habe mir am Anfang auch diese Zone-Ringe geholt, ne? Stark, Leute. Machen wir noch Holz voll. Und dann ist doch Jackpot, Digga. Kann ich mich doch nicht beschweren. Runde läuft jetzt die jetzt gerade nicht schlecht. Ich glaube, mit der Runde, wenn wir die noch vernünftig ausspielen, noch vielleicht so 2, 3 Kills machen und einen epischen Sieg, dann müssten wir eigentlich in Diamant 3 sein. Und das ist ja in Ordnung. Das reicht eigentlich. Dafür, dass die ersten beiden Runden so katastrophal liefen, sind wir mal ehrlich, davor habe ich auch immer Angst, wenn ich in so einen Busch gehe, ne? Da denke ich mir immer, da ist doch bestimmt ein Geier, der auf einen Kill wartet. Ich glaube, ich gehe hier vorne hin, weil hier sind wir eine Zone drinne, in beiden Zone-Rinos. Ja, Mann, das ist richtig gut hier, Leute. Oh, guck mal, perfekt. Oh, okay, hier sind wir noch eins, ja, zwei Stück hier, ne? Mich, 3 Stück, 4, 5, 6, 7. 6 Gegner leben noch. Wir sind hier in der Zone, wir sind hier in der Zone. Stark. Jackpot. Das wird jetzt endlich mal so ein Endfight. Wir könnten die ja eigentlich schon hier abfangen, also ein bisschen. Mir zu langweilig im Buschcamp, sag ich euch ehrlich. Es ist mir zu langweilig, macht keinen Spaß. Ich will nur einen Snipe-Schuss treffen, einen noch, da wäre ich zufrieden. Ein schöner Headshot, Digga, das wäre so Jackpot. Meine Hände werden wieder kalt, weil ich die nicht bewege. Schlecht. Willst du echt Kopf zeigen, mein Lieber? Lass sein, genau. Bau da lieber eine Wand und save dich vor mich. Der hat auch Sniper, ne? Ja. Ist absolut überfordert mit der Situation. Oder er gewinnt fast gegen mich. Ich fress einen Besen, Leute. Oh mein Gott, Bro. War aber ganz schön knapp jetzt hier, ne? War aber ganz schön knapp jetzt hier, ne? Oh, ich brauche aber die Metz. Das wäre schon wichtig. Muss dahin, ne? Da kann ich mir die Metz gleich direkt holen. Und ich gebe mir jetzt nochmal ein B. Also mein Pump-Aim ist aber gerade nicht so krass on fleek, muss man offen und ehrlich gestehen. Und ich glaube, ich nehme jetzt auch hier einen Movement-Gegenstand mit, anstatt die Sniper. So, let's go. Abflug machen. Oh, und jetzt geht's über Wasser, ne? Oh mein Gott, es geht über Wasser, Leute. Geht doch. Nach 3 Runden komplettes Unglück, mal einen epischen Sieg ist ja auch wohl das Mindeste, oder? So, ist aber auch eigentlich das, was ich wollte. So 2, 3 Kills nochmal im Endfight und epischen Sieg. Normalerweise müssten wir jetzt eine Liga aufsteigen. Ich weiß aber nicht. Ja, siehst du, habe ich doch gesagt. Da springst du direkt von dir 2 auf 3, Junge. 8 Kills epischer Sieg ist auch eigentlich nicht schlecht gewesen. Ja, Leute, zum Ende dann doch nochmal eine gute Runde gewesen. Die beiden Runden zuvor waren echt nicht das Gelbe vom Ei. Ich würde sagen, in dem nächsten Video machen wir eben ganz entspannt. Spannend Elite. Lasst auf jeden Fall Like da, wenn ihr bei solchen Videos dabei sein wollt. Der Kick links ohne Bio drinne. Wenn ich solche Ranked-Videos mache, mache ich das immer on-stream und bei Turnieren und so weiter und so fort. Auch ich würde sagen, haut da rein.